Hallo und herzlich willkommen bei diesem Schiedwetter zurück bei Vintage Story. Wir haben jetzt noch eine kleine Reise hinter uns gebracht. Wir haben busy die Welt erkundet. Wir sind hier oben rum, haben hier oben noch ein paar Vorkommen von Karotten gefunden, Dinkel, Rüben und Roggen. Auch nochmal verschiedene Kupfervorkommen. Wobei ich sagen muss, das eine Kupfervorkommen, von dem ich nicht mehr weiß, wo es war. Hier, da. Das werden wir uns demnächst mal genauer anschauen. Aber dazu brauchen wir Werkzeuge. Und das heißt, wir müssen erstmal Formen formen. Ja, wir müssen Formen formen. Da wir hier aber jetzt auch noch dieses eine Ding hier in der Nähe hatten. Okay. Da haben wir unseren Tontopf schon geöffnet. Alles klar. Hier dürfte Quarz mit drin sein. Ja, aber wir haben sowieso nur noch einen Slot frei. Da können wir nichts mehr mitnehmen. Leider bin ich auf unserer ganzen Reise noch nicht auf Feuerton gestoßen, obwohl ich den bestimmt einfach nur übersehen habe. Warum Feuerton so wichtig ist, werden wir sehen, wenn wir ihn haben. Wird für euch auf YouTube dann in einer der nächsten Folgen sein, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch hinbekommen. Schauen wir erstmal, unser Gefäß ist fertig. Dafür brauche ich unseren letzten Slot. Aha. So, zack, Gefäß hin, öffnen. Dann können wir erstmal abladen. Was haben wir da? Wir haben gefunden, Zwiebelsamen. Wahnsinn. Das ist echt geil. Wir haben Roggensamen. Dinkel. Und Rüben. Naja gut, das ist einmal Sämiken. Weiß ich nicht, wie weit wir damit kommen, aber wir haben ja noch ein paar Vorkommnisse. Auf dem Weg haben wir auch einen toten Hasen gefunden. Das Fleisch könnten wir uns eigentlich braten. Hält jetzt bei uns im Inventar 1,3 Tage, in dem Teil hier 1,7 Tage, ist also nicht so viel. Machen wir uns ein Lagerfeuer, braten wir das. Packen das Leder hier rein, gucken wir mal, was wir hier drüben noch haben. Bauen wir das Kupfer mit hier rüber, haben wir das auch. Könnten wir uns eigentlich gleich mal direkt die ersten Formen erstellen. Und dann schauen wir mal, so, Zwiebel zu Zwiebel, was haben wir hier? Reis, tun wir mit hier bei. Und dich tun wir mit hier rüber. Eieiei, das wird noch heftig, Freunde, und ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Wetter mitspielt! Schauen wir mal, ob wir die Feuerstelle hier noch wieder in Gang kriegen. Ich glaube es ja nicht. Ah, okay. Ah, wir haben da jetzt nur das... Ne, pass auf, machen wir das so. Das nehmen wir raus. Das tun wir rein. Dann zünden wir mal das Feuer wieder an. Ja, Kadaver, morgen bin ich auch online, aber nachmittags erstmal mit einem anderen Game, das ich euch vorstellen will, und dann abends höchstwahrscheinlich wieder Fjordur, denke ich. Na komm, Feuer, geh an. Wir haben ein bisschen wenig Gras drin, ne? Ah, brennt. Sehr schön. So, erstmal interagieren. Hauen wir uns das Fleisch mal da rein. Und dann legen wir hier noch ein bisschen nach. Ha, wie cool. Haben wir da direkt so ein Bastelding. Ach, guck mal, da hat er noch Gras hingelegt. Eieieiei. So, da die zweite Form fertig ist, können wir das erstmal alles abbauen hier. Obwohl wir es eigentlich auch hätten lassen können. Ja, also zumindest diesen Schwebestein lassen wir mal. Und ich glaube, hier bauen wir nochmal rüber. Denn dann könnten wir da unten drinnen... Kriege ich nicht raus. Egal. Könnten wir da unten drinnen unsere Formen wieder brennen. Die wir ja brauchen. Ja, und ich werde mich auch demnächst mal hier um ein bisschen Gebäude kümmern. Demnächst. Ich glaube, wir können hier noch ein bisschen Brennholz lagern. So. Dann haben wir auch gar nicht mehr so viel in den Taschen. Das ist gut. Nahrung aufnehmen.
Dann werden wir mal die eine Axt hier noch ein bisschen bemühen. Ja, wie eben schon erklärt, ist nicht wie in Minecraft, dass wir jeden einzelnen Block abbauen, sondern anteilig für die Größe des Baums bekommen wir dann, wird Zeit, dass ich eine Pause mache, bekommen wir dann halt Blöcke vom Baum. Wir können den auch oben abbauen, ich glaube, der wächst dann sogar nach, aber das halte ich jetzt erstmal einfach als Gerücht fest, okay? Je nach Größe des Baums dauert das Abbauen länger und unser Werkzeug geht kaputter. Kaputter. So. Wie viel Holz haben wir? Da unten 9. Das sind also nur 9. Ja, das ist ganz schön wenig. Hey, meine Axt! Wir sollen ein bisschen was mitnehmen. Leider stecken die Holzblöcke nur auf 16. Oh, da haben wir nochmal so eine wachsende Pflanze, die ist geil, die will ich mitnehmen. Damit können wir unser Haus ein bisschen verschönern. Die Axt hält eh nicht mehr lange. Aber wie Mutton schon sagt, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. So, weil der einen Slot, dann können wir das auch aufnehmen. Zack, zack, zack. Nehmen wir noch hier so einen großen Baum mit. Das dürfte die Axt gerade so überleben. Ist hier Kupfer? Geil. Das ist ja abgefahren. Und sogar ein richtig großes Vorkommen. Das ist eine Markierung wert. Das ist direkt bei uns um die Ecke. Echt der Hammer. Cool. Kopper. Viel. Ja, aber irgendwie muss ich mir ja meine Markierungen kenntlich machen. Deswegen mache ich da auch diesmal einen Berg hin, damit ich weiß, oh, da war richtig was. Weil sonst hat man immer überall nur die gleichen Markierungen. Das ist natürlich auch doof, ne? Weiß man nämlich nachher gar nicht mehr, um was es ging. Husch, husch. Hack das Holz. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeitswut. Zup. Ah, dann nehmen wir das bisschen hier auch noch mit. Dann haben wir... Ja, einiges. Dann haben wir alles gesammelt, ab nach Hause. Ja, nur Dekoren. Dann schauen wir jetzt gleich mal. Ah, Birkensamen. Entschuldigung, aber Familie Frosch wünscht euch einen wunderschönen Sonntag. So, was packen wir weg? Wir könnten den Krempel wegpacken. Den Kupfer noch zu Kupfer. Die dürften auf 99 stacken, glaube ich. Nehmen wir uns das Holz mal. Nehmen wir mal das meistgebrauchte. Handbuch. Wir brauchen... Ich glaube, es ist eine Holzstufe, was ich haben möchte. Jo, da haben wir sie, ja. Bretter. Werden wir so noch nicht bauen können. Dann tät ich sagen, wir bauen weiter aus Stein, ne? Dazu müssten wir dann aber erstmal das andere Gebäude weiter abbauen. Oh, was macht denn unser Essen? Fertig. Sehr schön. 280 Sättigung. Das ist ja geil. Das ist ja mal was. So, dann können wir hier auch noch... Ja, warte mal. Nehmen wir die raus.
tun die hiermit bei? Hält sich bei uns 5,4 Tage hier drin, 6,8, das ist schon mal besser. Und dann holen wir uns noch ein paar Steinchen. Damit wir nicht immer so improvisierte Dächer machen müssen, nicht wahr? Nicht wahr? Vielleicht kriegen wir hier auch noch ein paar Steinstufen zusammen. Auf der anderen Seite wäre das eigentlich auch recht egal. Obwohl, lasst uns gleich mal gucken in unserem Handbuch. Okay. Bräuchten wir blauen oder Feuerton und Andesitstein zum Beispiel oder halt Bruchstein. Andesitgestein bräuchten wir dafür. Okay, tolles Steinchen. Kann geworfen oder zu Werkzeugen und Waffen verarbeitet werden. Ein Schaden bei Wurf. Ja, damit könnte man Hasen vielleicht fangen, ne? Ja, so. Lass mal überlegen. Wir brauchen, wenn, dann brauchen wir nachher einen Schmelztiegel. Problem wird aber sein, dass wir die Hitze gar nicht hinbekommen. Werden wir höchstwahrscheinlich Holzkohle herstellen müssen. Könnten wir uns eigentlich so ein Vordach direkt vor die Hütte setzen oder an die Hütte? Aber dafür haben wir Rohstoffe, ohne dass wir sie basteln müssen. So, haben wir... Was haben wir? 31. Unten liegen auch noch ein paar. Und je nach Glück finden wir hier sogar noch ein Tongefäß. Stufen haben wir ja auch schon ein paar abgebaut. Dann bekommen wir so ungefähr 50 Steinblöcke zusammen. Das sollte uns schon mal so ein bisschen helfen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja, da ist Gras über die Sache gewachsen, habt ihr gesehen. La 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 la. Ja, wie gesagt, Kadaver. Also da ich ja jetzt wieder in der Spätschichtwoche bin, werde ich auf jeden Fall bis Mittwochabend, glaube ich, jeden Tag mehr oder weniger online sein. Es sei denn, es kommt was dazwischen. Kennt man ja. Und Real Life geht halt vor. Ich hoffe auch für euch. Also, ich meine, es gibt Wichtigeres im Leben als zocken oder gucken. Das haben wir. Haben wir noch ein bisschen was zum Abbauen? Machen wir noch. Ein paar Steinchen machen wir noch.
glaube, das stackt auf 64. Und dann können wir unsere Hütte mal ein bisschen überdachen. Ich wollte eigentlich ein schönes Holzdach machen. Aber ihr habt ja gesehen, wir brauchen dafür Bretter, bla bla. Wir könnten dann sogar Lehmschindeln verwenden und so. Aber wenn wir hier die Bruchsteinblöcke schon mal frei Haus geliefert bekommen, dann nehmen wir die erstmal mit. Und nehmen wir die erstmal als Hausbaumaterialien. Muss ja nicht immer schön sein und besonders am Anfang nicht. Am Anfang nur funktionell. Jo, wie gesagt, stackt auf 64. Und das Schöne ist also, diese Abbaufortschritte, die bleiben ein bisschen erhalten. Bei Minecraft ist es ja anders. Wenn ich jetzt bei Minecraft aufhöre und wieder anfange, fängt man wieder von vorne an. Aber ich glaube auch, das Werkzeug wird dann nicht beschädigt. Also irgendwie so, ne? Wie das hier ist, weiß ich nicht, weil ihr seht ja, ich baue erstmal ohne Werkzeug ab. Weil was soll ich ihn da kaputt machen, ne? Ist ja Unsinn. Müssen wir alles wieder herstellen. Und das muss ja jetzt nicht sein, ne? Dam 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 dip 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 dam dip 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 dam. So, wir haben sogar schon 10 Stufen, 2 Slabs und über 80 Blöcke, jetzt gleich sogar über 90. Das sollte reichen, ne? Dann haben wir nämlich auch ein Dach über dem Kopf, was für unsere Feuerstellen sehr sinnvoll ist. Und dann schauen wir mal, dass wir eventuell noch so ein schwebendes Vordach bekommen. Wie gesagt, muss ja nicht schön sein im Anfang, sondern erstmal nur funktionell. Design folgt Funktion. Ei. So. 15 Stufen. Ja komm, das bisschen können wir jetzt auch noch machen, ne? Oder? Und wenn uns das Dickhornschaf jetzt kein Dickhorn in den Hintern rammt, dann können wir ja echt gemütlich weiter basteln. Hallo Dickhornschaf. Peace. Aber im Endeffekt haben wir den Server ja so eingestellt, dass wir Peacefully-Viecher haben. Nur die Monster, das ist was anderes. Das haben wir eben gesehen. Der hat uns ja bis auf ein Viertel runtergekloppt. Und das ohne, dass wir was bekommen haben. Ist aber meist so. Nur die Monster in den tieferen Höhlen, die bringen einem was. Die bringen einem dann aber teilweise sogar direkt Stoff und nicht nur Flachs oder so. Jo, haben wir. Reicht jetzt. Ich will nach Hause. Der Regen, der nervt. Aber ist halt so. Mal gucken, wir würden hier reinkommen. Dann wäre das da, da, da. Ja, wir arbeiten erstmal. Wir arbeiten erstmal in Blöcken. Die müssen wir leider erstmal mitnehmen. Bauen wir direkt einen weiter oder lassen wir das so klein? Ich glaube, wir lassen das erstmal so klein. Ein klein. Nein, den wollte ich nicht setzen. Den wollte ich setzen. Können wir auch noch schnell abbauen. Nehmen wir mal mit. Da wir hier unsere Gruben haben, denke ich, dass wir hier ein Dach vorsetzen. Machen wir eventuell noch 2 Gruben dabei. So, hier haben wir unsere Holzstapel. Ah, hier wären 2 Dinger. Ich verstehe. Ja, wie gesagt, Form folgt Funktion. Wow, es wird schon wieder Nacht, Senorita. Was haben wir hier, ein großes Fenster?
Hey, Form folgt Funktion. Gibt im Moment auch kein Schrägdach. Gibt ein Flachdach. Da müssen wir dann nachträglich noch ein Fenster einbauen, denke ich. Obwohl, da haben wir eine Schaufel, das geht etwas schneller. Und let's cheat again. So, haben wir da zwei größere Fenster, kleineres Fenster. Dann machen wir hier noch ein bisschen dicht. Die Tür lassen wir hier an der Seite. Wir nehmen das Messer zum Abbau des Grases. So. Dann könnten wir rein theoretisch... Und ist ja noch Keller. Also da wird irgendwann noch Keller. So, okay. Hier drinnen regnet es nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir da das Lagerfeuer wieder in Gang nehmen. Leider müssen wir dieses Gras hier vernichten. Das ist echt schade. Das kann von mir aus so bleiben. Obwohl ich die Wand fast einen nach hinten setzen würde. Alles am Einstürzen. So, haben wir das? Ja. Ich glaube, wir lassen da oben sogar so ein Luftloch, wollte ich gerade sagen. So, haben wir Fenster. Wie gesagt, Keller kommt später. Aber jetzt hier schon mal Ruhe. Sehr schön. Jetzt haben wir aber leider nur noch 7 Steine und 19 Stufen, 5 Slabs. Ne? Naja, da müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Der Slab kann weg. Da hinten haben wir das Feuerholz gelagert. Der Slab kann auch erstmal, oder die Stufe kann erstmal weg. Oder Treppe, ich glaube, das ist eine Treppe. Ne? Ja, Bruchsteintreppe steht da. Hier sind unsere... Ja, die könnte man nach vorne ziehen. Wir können das natürlich auch lassen. Wir haben auch Erde.
der Erde dürften wir eigentlich auch weiterbauen können. Provisorisch natürlich nur. Das nächste würden wir dann hier hin machen. Muss aber erstmal das Gras weichen. Könnten wir den wieder wegnehmen? Den können wir wegnehmen. Ist nicht hübsch, aber funktionell. Da ist gerade Gras drauf gewachsen. Ah, dann lass mal Gras drüber wachsen. Sparen wir uns das nämlich mit dem Dach im Endeffekt. Wir machen das dann später, wenn wir schön bauen. Machen wir das anders. Ne? Jetzt im Moment brauchen wir einfach nur erstmal Erdlöcher, damit wir brennen können. Haben wir. Sehr gut. Ja, haut hin. Essen sollten wir mal wieder, ne? Wir haben noch ein bisschen hiervon. Ansonsten müssten wir mal so ein... Wie viel hat eigentlich so eine Preise der wäre? 60. Wow. Ja, dann hat Fleisch fast die fünffache Nahrungsmenge. Das ist echt geil. So, hier drin haben wir Fleisch, den Krempel. Haben wir da noch irgendwie was? Nö, haben wir nicht. Theoretisch bräuchten wir noch mal so ein Töpfchen. Aber ganz ehrlich, wir können das hier noch schnell einfach verbauen. Ist eigentlich so eine Ecke draus geworden? Nö, leider nicht. Muss ich die oben ansetzen? Oder müssen wir die extra bauen? Egal. Werden wir noch sehen. Die oben ansetze, hängt die nämlich so rum, dachte ich mir. Wie ist das denn, wenn ich einen da hinsetze und den anderen da? Bleibt immer noch so. Okay, aber dann möchte ich den wenigstens gleichmäßig für drüben haben. Ein bisschen was muss ja, ne? So, haben wir die weg. Haben wir hier noch ein paar Slabs hin? Oh, jetzt hat er die so gedreht. Wollte ich gar nicht. Jetzt muss ich mal eben schauen. Pass auf, wir nehmen uns mal so die Slabs. Legen die hier mal rein. Wie können wir jetzt den Platzierungsmodus ändern? Nur horizontal. Aha. Nur vertikal. Und automatisch. Okay, aber ich möchte die sowieso nur horizontal haben. Haben wir sie. Okay, haben wir das auch gelernt. Zack. Einen noch dahin. Okay, haben wir Platz geschaffen. Haben wir hier noch 7 von den Dingern. Oh, da ist ja noch eine Stufe über. Da kommen wir überall drunter her. Wunderbar. Na, vielleicht hätten wir was über den Eingang machen sollen, ne? So, wir brauchen... Was brauchen wir denn? Schmelztiegel, aber ich glaube... Können wir schmelzen, aber da brauchen wir 1084 Grad für. Es gibt sogar Kohle, das wusste ich gar nicht. Holzkohle. Müssten wir uns aber erstmal so ein Brenner machen, ne?
Und dann frage ich mich, wie schaffen wir das denn, dass wir da das Eisen schmelzen, also das Kupfer schmelzen. Holzkohle hat mit die höchste Brennhitze. Es gibt hier keine Steinkohle. Steht zwar Steinkohle-Splitter. Ach da, Steinkohle. 1200. Also Holzkohle hat immer noch den höchsten Brennwert. Okay. Wie war das jetzt mit diesem Kohle-Ding? Konnten wir aus Erde bauen, ne? Es sollte einigermaßen geschützt sein. Nein, ich wollte das Holz da jetzt nicht, ne? So, ich wollte die Erde. Ah. Wie tief ist das? Ah, da könnte man also hier noch einen reinbauen. Würden wir hier einen runtergehen? Das muss komplett abgeschlossen sein, so wie ich das noch im Köpfchen habe. Dann würden wir hier oben das Ding erstmal auflassen. Und dann würden wir den hier zubauen. Schauen wir mal. Zwei Brennholz entfernen. Hinzufügen. Shift. Aha. So. Jetzt hauen wir hier das Brennholz rein. Brauchen wir noch ein bisschen Brennholz. Oh, mal gucken, ob die Axt das überlebt. Kaputt. Müssen wir einen neuen Axtkopf bauen. Oder hatten wir nicht noch irgendwo eine Axt rumliegen? Seiten wir jetzt schon mal zwei Stapel voll, ne? Ja. Okay. Mal gucken, vielleicht noch einen dritten machen. Nee, hier ist kein Axtkopf. Hier ist auch kein Axtkopf. Wir haben aber noch Feuerstein. Hey. Den Axtkopf, ein Ästchen. Dann haben wir eine Axt. Ach, das ist eine Schaufel. Nein, ich habe eine Schaufel gebaut. Nein, nicht schon wieder eine Schaufel. Döfchen. Wir müssen mal langsam mal die Schaufel wegpacken, ne? So, Schaufelkopf können wir auch wegpacken. Und noch einmal. Wo ist denn der Axtkopf? Ah! So, jetzt aber. Neue Runde, neues Glück. Aber nochmal 20, das heißt also einen Haufen kriegen wir nochmal voll und ein Lagerfeuer dabei. Ist gar nicht mal so übel. Machen wir den Haufen hier hin und da das Lagerfeuer? Ne, ich würde sagen, da hinten den Haufen machen wir voll. Dann wappen wir hier Erde hin. Hey, nein, ich habe das Holz entnommen. Nein! So. Wappen wir hier Erde hin.
Zack. Hier müsste auch Erde hin. Dann müssen wir da hoch. Hier brauchen wir ein Löchlein. Ja, und das dürfte hinhauen. Zack. Gras. Dann Feuerholz. Und dann nehmen wir die Fackel zum Entzünden. Und dann machen wir das Ding zu. So. Sollte jetzt eigentlich dampfen. Jo, er dampft. Ja, haben wir demnächst Holzkohle. Sehr schön. So, dann brauchen wir unseren Ton. Warte mal, wir machen uns erstmal noch aus dem Krempel hier Feuerholz. Und lagern das mal eben. Ah, warte. So, haben wir das. Ja, er dampft noch. Sehr schön. Könnten wir rein theoretisch hier das Lagerfeuer auffüllen. Brauchen wir aber gar nicht. Die Erde entfernen wir mal ein bisschen. So. Das Feuerholz haben wir auch weg. Dann können wir uns die Axt wieder hinlegen. Zack. Dann brauchen wir ein wenig blauen Ton. Ich glaube, die 14 werden nicht reichen. Aber das werden wir ja dann sehen. Und dann beginnen wir. Lass mal schauen. Also wir brauchen keine Schüssel. Kochtopf brauchen wir auch noch nicht. Wir brauchen einen Schmelztiegel. Ah, müssen wir erstmal ein paar Sachen entfernen. Oh, wir haben noch das große Ding an. So. Alles gut, da kann ich wieder was trinken und dampfen. Ah, trinken ist fast leer. Mit einem Tiegel werden wir nicht weit kommen. Wir werden uns eventuell einen zweiten noch machen. Aber vier brauchen wir halt nicht. Also noch nicht. Dort kommt alles noch. Ach, hier oben ist ein Löchlein. Okay. Zack. Seit wir den einen Tiegel schon mal fertig. Oder sind wir sogar mit dem bisschen Lehm hingekommen. Das ist ja geil. Also mit dem Turm. Noch einen. Aber höchstwahrscheinlich deswegen, weil wir hier ja auch noch was abbauen müssen, ne? Das haben wir ja dann gespart. Das sind ja fast zwei Runden. Wir dann in der Höhe bauen. So, da haben wir schon mal zwei Tiegel. Ah, ich habe kein Brennholz mit, ne? Äste habe ich aber bei, okay. Oh, wir können direkt zwei Tiegel brennen. Ja, das ist doch geil. Wo haben wir die Äste? Da. Hey, gib mir die Äste.
Ach, noch mehr Gras. Ja, zwei. Oh, das ist aber jetzt unfair. Mein Messer ist fast kaputt. Siehst du? Kann hier keine Klopffläche? Was? Aha, geht doch. Immer noch zwei? Och, ist das unfair. Hat man noch eine Messerspitze? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja Schaufeln gebaut, aber wir haben noch Gras, also. Feuerstein haben wir auch noch. So, jetzt kommen die Äste. Jetzt kommt das Brennholz. So. Da können wir auch mit der Fackel arbeiten. Sehr schön. Fetch. Die beiden werden gebrannt. Sehr gut. Dann machen wir jetzt wieder. Dumm. Lass mal überlegen, was brauchen wir denn? Brauchen wir eine Axt? Brauchen wir eine Spitzhacke? Eigentlich brauchen wir eine Spitzhacke und eine Axt, ne? Das wäre die Axt. Und da hätten wir die Spitzhacke von. Oh, da werden wir aber noch ein bisschen mehr Leben brauchen. Einzelne Teile entfernen müssen. So. So, die haben wir. Dann nehmen wir uns... Jo, Kadaver! Wie gesagt, ich mache eh nicht mehr lang. Viel Spaß beim Baden und eventuell sieht man sich ja heute Abend. Das war die Axtform. Hier haben wir die Spitzhackenform. Hier wieder erstmal das größere Ding. Ausschaben und zum Finalisieren. Okay. Dann brauchen wir aber noch eine Menge mehr Gras, ne? Dann kommen wir nicht drumherum, uns nochmal Messerklingen zu machen. Messer her. Wo sind die Klingen? Ja. Zup, platsch, bang. Zup. Restklinge können wir hier rein tun. Genauso wie den Restton. Bam, 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 bam. Feuerholz haben wir noch draußen. Das war nicht klug. Der Regen dauert schon ganz schön lange an, wa? Haben wir gerade eine Unwetterphase? Werden wir wohl in der Umgebung irgendwo Hochwasser haben, wa? Haha. So, die Form müssen wir mitnehmen. Ups.
Hallo? So, jetzt aber. War ich im falschen Bildschirm? Schön. Ablegen. Erstmal Gras wegmachen. Ablegen. So. Auffüllen. Stöckchen. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr genug Stöckchen, ne? Und Feuerholz. Dann werden wir uns noch ein bisschen Feuerholz holen. Und anzünden. Sehr schön. Wo wir weitermachen, erstmal was schnabulieren. Dann schauen wir mal. Wow, das geht ja richtig gut ab. Das ist ja geil. Fleisch haut richtig gut rein. So, hierfür werden wir noch Stöckchen brauchen, denke ich. Ja, zwei Stück. Und 2x4, ich glaube, wir brauchen dann noch ein bisschen mehr. Die Frage, ob hier noch was rumliegt, ansonsten machen wir das so hier. Dürften wir noch ein paar zusammenkriegen, hoffe ich. Ja, wir haben sogar noch einen Birkensamen mit aufgesammelt. 6, 2 fehlen uns noch. So. Feuerholz. Und anzünden. So, Freunde, das sollte es erstmal gewesen sein. Puiuiuiui. Hier auf Twitch mache ich jetzt erstmal ein Päuschen. Und wie gesagt, heute Abend geht's bestimmt weiter mit Ark Fjordor. Aber erstmal eine Pause, Freunde. Sei mir gegönnt. Auf YouTube sage ich danke fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge. Ihr wisst ja jetzt schon so einiges und wir sind unseren Formen ziemlich nah. Dort drüben haben wir unsere Tiegel. Hier haben wir unsere Formen, die wir brauchen für eine Axt und eine Spitzhacke. Und würde ich sagen, wir sehen uns demnächst. Tschüss!